Die WM in Katar hat begonnen und viele von euch wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin selbst ein großer Fußballfan und schaue Fußball-Großereignisse in der Regel mit meinen Freunden. Dieses Jahr ist es nicht so. Ich finde die Rahmenbedingungen alles andere als gut. Auch im Fußball soll es keine Rolle spielen, ob man schwul oder lesbisch ist oder welchem Geschlecht man angehört. Ebenfalls ist es für mich nicht verständlich, warum man Fußballstadien von Sklaven in ein Land bauen lässt, in dem gar kein Fußball gespielt wird. Und es stört mich massiv, dass wir Energie sparen müssen, um über die Runden zu kommen, und in Katar ist dies vollkommen egal. Wir wollen euch deshalb ein Alternativprogramm bieten. Wir haben jede Menge Sportvereine bei uns, egal ob Fußball, Handball, Leichtathletik oder Turnen. Wir haben Chöre und Musikvereine und unsere Feuerwehr. Wenn ihr im Laufe der nächsten Wochen, genau wie ich, keine Lust auf die WM habt, dann schaut doch mal bei unseren Vereinen oder bei der Feuerwehr vorbei. So, und jetzt viel Spaß mit unserem neuen Vlog. In der Bärstädter Mehrzweckhalle wurden im Saal neue Fenster eingebaut. Damit beginnt eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen zur Sanierung der Halle. Die Arbeiten konnten zwischen Kirmes und Jahreskonzert des Blasorchesters so getaktet werden, dass es zu keinen großen Einschränkungen kommt. Es stehen noch einige Arbeiten wie neue Fenster im Glaspalast und den darunterliegenden Räumen, eine neue Heizung und Lüftungsanlage oder das Flachdach im vorderen Bereich der Halle an. Über Details zu den Arbeiten werden wir informieren. Vor einigen Tagen fand der erste Spatenstich mit Familie Buß im Gewerbepark statt. In der Europastraße entsteht eine neue Halle, die künftig der Sitz von Robin Bußart werden soll. Mehr zum Projekt erfahrt ihr nächste Woche im Gemeindespiegel. Der Södler-Klicker-Verein spendet seit einigen Jahren jährlich an unsere Kindergärten. Vor wenigen Tagen konnte eine Spende von 200 Euro an die Kita Löwenzahn übergeben werden. Dabei handelt es sich um den Gewinn, der im Rahmen des Pfingstturniers erwirtschaftet wurde. In den Kitas kann das Geld eingesetzt werden, um zusätzliches Material zu kaufen, das über den Standard hinausgeht. Wir hatten vergangene Woche schon über die Wölfersheimer Kleinkunstwoche berichtet. Eröffnet wurde sie von Dietrich Faber am Freitag. Am Samstag war Rena Schwarz zu Gast und am Dienstag fand eine Lesung mit Karl-Ernst Pulgert statt. Am Mittwoch war Kabarettist Stefan Bauer mit seinem Programm Vor der Ehe wollte ich ewig leben zu Gast. Er begeisterte das Publikum mit einer stilvollen Aneinanderreihung von Pointen rund um die Klischees zwischen Mann und Frau. Am Donnerstag fand eine Lesung mit Krimi-Bestseller-Autor Daniel Holbe statt. Er las aus seinen Büchern Todesruf und Strahlentod vor und zog die Zuschauer damit in seinen Bann. Die Lesung wurde musikalisch von Frank Albersmann umrahmt. Den krönenden Abschluss fand die Kleinkunstwoche und damit auch unser Programm zum Gemeindejubiläum mit einer Lesung von Herbert Meyer und Gerd Wächter. Die beiden ehemaligen Lehrer der Singberg-Schule verstehen es seit mehr als 10 Jahren, die Zuschauer zu begeistern und taten es auch diesmal unter dem Titel Humor als Lebenselixier. Musikalisch unterstützt wurden sie dabei von Stefan Bodem, Bettina Skotke, Thomas Gerlach, Andrea Reinelt und Katharina Bucher. Die Kleinkunstwoche war ein voller Erfolg. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. Damit so etwas funktioniert, müssen viele Rädchen perfekt ineinander greifen. Vielen Dank an mein Team aus dem Rathaus, unseren Objektbetreuer Markus Marx und natürlich an die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort. Ohne das breite ehrenamtliche Engagement könnten wir solche Veranstaltungen nicht ohne weiteres umsetzen. In den nächsten Tagen finden auch wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. An diesem Samstag findet der Bärstermarkt auf dem Tanzhof in Bärstadt statt und nächste Woche der Adventsmarkt auf dem Södler Kirchplatz. Mehr Infos findet ihr im Veranstaltungskalender, in der App und auf unserer Homepage. Und das war's für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut. Ich mit Freunden zum Deutschlandspiel verabredet. Anpfiff 21 Uhr. Bei der Hymne schickt sie mir eine SMS, Fußball oder ich. Ja, was machen sie da? Ich hab dann zurückgeschrieben um 22.45 Uhr, natürlich du, mein Schatz. Ne?